Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Fortnite seit 2011. Jetzt werden sich einige fragen, warum fängt denn der schon an zu lachen bei der Ankündigung? Wenn ich nur diesen, als wenn der Muschian mit Namak auf den Knopf kommt. So hört sich das jedes Mal an. Nein, so Korb mit dem Muschian. Herzlich willkommen zu Let's Play F1 2012 im Chormodus mit DTMN F1. Den Lachflash hier bekommt. Brauchst du wieder ein Setup? Warte erstmal kurz, ich muss immer runterkommen. So, Setup wäre only. So. Oh, wir haben uns fehlen noch vier Ziele, fehlen uns noch. Mhm. Die waren das früher, wo die Strecke so groß war, da waren wie viele Kilometer waren die lang? 7, 8 Kilometer oder so? Ne, die ist ja heute 7 Kilometer schon, oder? Die ist immer noch 7, die ist glaube ich fast ganz genau 7 Kilometer lang. Die war früher Phase 14 Kilometer lang, oder? Ja, ich glaube doppelt so lang. Gehen die wieder lang, bitte. 0,05 und 0,20. Mach sein Headset wieder. Ja, hört ihr mich doppelt. Oh, Mann, ey. Headset. Hörst du mich? Na, ich höre dich. Gut. Und wir haben Mann, Ziel? Ey. Wer wünscht sich von euch 40 Grad, ey? Ich nicht. Und wir müssen jetzt hier aufnehmen, bei der Kackhitze. Wir hoffen, dass es einem wenigstens mal regnet. Montag regnet, Gott sei Dank. Ja. Und unter 20 Grad, das sag ich dir, ja, endlich mal. Geil. Wenn ihr vielleicht ein Ventilator im Hintergrund hört, das ist meiner. Meiner ist am PC und der muss für mein PC muss geübt werden. Ich halte gerade mal so bei 60 Grad mit Aufnahme, ey. Oh, ein Traum, endlich mal wieder so eine geile Strecke zu fahren. Und nicht so wie Ungarn, ey. Ach, im Senna haben sie DRS weggemacht, okay. Boah, Alter. Scheiß Kopf. Bist du da vielleicht aus den Außenkopf gekommen? Ja. Da, weil da fliegst du nämlich hoch, den musst du vermeiden. Erstmal den lieben netten Herrn vorbeilassen. Ja. Oh, mach da einer wohl Fehler. Den Fehler habe ich vorhin auch schon mal gemacht. Bleib du links! Bleib du links! Die Strecke liebe ich auch, ey. Also die nächsten Strecken, die liebe ich wieder alle. Italien, Singapur, Japan. Ja, Südkorea, nein! Ich hasse diese Strecke. Ach, ist da schon wieder einer rausgekommen? Nee, diesmal nicht. Du aber. Nein, Mann, ich war Bestzeit! 17. auf deine Zeit besser gefahren. Ich auch gerade. Mann! Egal. Wer ist denn hier? Hallo, Hüttenberg. Ach, überholt doch, Köln. Und Hamilton auch noch, du Lappen. Schieß dich gleich ab, ey. Ich glaube, das nächste Ziel wird dann, glaube ich, entweder in Italien sein oder in Singapur das nächste. Italien. Italien? Oh, ich hatte diesen Körper. Was ist denn mit dem Scheißkörper? Der ist sehr hoch, da darfst du nicht drüber fahren. Ja, da fahre ich jede Runde rüber. 49, 8. Ich fahre erstmal in die Box ran. Ich auch, also für mich reicht's auch schon. Ja. Wir müssen heute richtig viel aufnehmen. Ihr könnt euch das so vorstellen, um 14 Uhr kommt das Qualifying. Davor nehmen wir komplett zwei Rennwochenenden auf. Oh, wir haben auch schon 17 Minuten auf der Uhr, ey. Aber immerhin. Also mehr als 20 Minuten will ich im Qualifying im Training nicht Haben wir auch nicht eingeplant, ne? Wir haben nur 2 Stunden pro Rennwochenende eingeplant. Ja. Oh, perfekt war das. Drei Deutsche. Ey, nein, Sebastian Vettel auf der 3! Wow! Okay! Okay. Wieso ist mein Lenker so dreckig? Weiß ich doch nicht, weil du es dreckig machst. Es kommt von der Hand, ey, da. Hast du alles. Das ist alles so nass und da kommt. Ich kann nicht sagen. Bist du schon draußen? Ja. Ich sehe dich, glaube ich, da vorne. Ich fahr jetzt aus der Prüfungsgasse. Netze da raus. Ich kann Vollgas geben. Und hier ist er leichter zu überrunden, oder? Auf der Strecke? Oh ja! Ein Traum!
A Dream. Vor allem im Regen. Ich hab meinen Fuß, ich bin eh nicht auf der schnellen Runde. Oh. Mal ausrollen lassen. Ah. Was machen die Fahrer, wenn einfach mal was juckt? Und fahr vorbei. Ach, du bist es! Du bist auf der schnellen Runde. Nein. Aber ich wusste jetzt nicht, was du davor hattest, ey. Das war. Ich muss meinen Fuß jucken. Verwarnung abkürzen, ja, die Fresse. Nein, das war kein Verwarnung abkürzen, was ist das? Darfst gleich noch eine Runde fahren. Abkürzen. Ich fahr einen Millimeter über. Ey, das ist doch keine. Da ist doch nichts dazwischen zwischen den Körper und die Wand. Muss ja sein. Ey, was ist denn das für eine behinderte Scheiße, bitte? Waren ehrlich Codemasters, ey. Ey, da wie Grid 2, genau scheiße ab. Och komm, ey. Ich wollte gleich mal ein Zeichen setzen. Hast du ja mit der Verwarnung. Das war ein großes Zeichen. Das ist doch behindert, ey. Immer auf die kleinen Dicken, ey. Für alle Leute, ich bin nicht klein und dick. Das ist nur so ein Spruch. Oh, Pick, ey! Also, Christi, von diesem Spiel kann ich hier nicht eher jede Kurve schwärmen. So wie in Grid 2. Das ist scheiße. Wo ich dann jeder Kurve geschwärmt habe. Hier kann ich das nicht. So geil ist F1 2012 nicht. Oder? Philipp? Schreib einen Kommentar. Du musst es am besten wissen. Du Experte. Ich bin kein Pro. Kein Benzin mehr. Na klar. Kein Benzin mehr. Du bist in der Box drinne. Genau. Und Rundenzeit wieder ungültig. Mann! Was ist das? Die Motten hier. Ach, du bist wieder in der Boxengasse, sehe ich gerade. Ach, das geht ja, ja. Oh. Hast du da keine Mamba gesehen? Nee, ich habe auf den Zeitmonitor geguckt. Da steht auf einmal Box bei dir. Okay, 16. Wann fliegt man raus? Ab 18? 17. und gleich 18. Also ab 18. würde ich rausfliegen, wa? Ja. Oh Mann, ey! Unter 1,49. Unter 1,50. Unter 1,50. Okay, du. Was ist. Oh, du bist auch noch 1,49 gefahren, aber eine Tiefe. Boah, Ricciardo, Mittelsektor, 1:07. Ach du Scheiße. Sektor besser dem letzten Sektor, ey. Bam! Ich genau gewusst, hab die letzte Kurve so perfekt angenommen. Was bin ich gefahren im letzten Sektor? Ich glaube 29,0. Und du? Warte, nichts drücken gerade. 29,3. Licht hinter! What? Oh, Ich bin 1,315,04 gefahren. Was ist denn der Hamilton Alter! Noch? Was ist denn der Hamilton da noch rausgebrettert, ey? Was ist denn jetzt passiert, ey? Alter, ey! Oh, ich glaube, ich ziehe mir fürs Rennen Socken an, ey. Mit Parafuß wird das nicht. Oh, mir sieht das so dunkel aus. Oh nein. Wolken, guck dir mal an, Wolken am Himmel. Nee, oh. Nicht eine. Bei mir sind 1000 Wolken. Was? Bei mir ist nicht eine. Bei mir sind so kleine Schleierwolken. Na, so graue, wa? Nee, Schleierwolken halt. Ganz. Bei mir sind übelst viele graue Wolken, also hellgraue Wolken, nicht komplett grau. Na, der Q3 wird's regnen, das sag ich dir, ey. Oh, was ist das denn hier? Oh, Maldonado weg da, nein! Oh, wie hab ich ihn angestupst, ey. Oh, ich hab mir der Maldonado angestoßen, ey. Ach du Scheiße, war knapp, ey. Oh, ich hätte ja das gedreht, dass ich eine 10 Plätze Strafe bekommen. 1,50,1. Derzeit bist du durch. Das war die bisher schnellste Runde. Ausgezeichnet. 49,3 bin ich gefahren. Bin 7. Was? Touren sehen sehr gut aus. Oh. Boah. Ich bin locker durch, du bist ja locker durch. Ich bin locker durch, ja. Ich bin nicht locker durch. Was? 48,555 bin ich im Mittelteil gefahren. Ach du Kacke, ne? Wie hab ich denn das hinbekommen? Ich riskier's einfach, komm. Komm. Raus. Ja. Das ist so doof, ey, dass die nochmal eine schnelle Runde fahren, ey. Wer ist nochmal eine schnelle Runde gefahren? Paris nochmal? Wer noch? Alle Button.
Hamilton. Guck dich nochmal an hier. Die Wrestler vom 9000. raus. Na, jetzt kommen wir die Gummibären-Grafik hier. Wenn du in diesem Zuschauer-Modus bist, dann ist es meistens so, dass die Grafik übelst behindert aussieht, denn ey. Da bist du. Da musst du immer daran rantrauen. Ja, boah! Ramm ihn erstmal weg fast. 46, 47, 47, 7. Erster, oder? Ja. Und das reicht doch vollkommen. Wie war's der Vorsprung? Frag mich. 2 Sekunden? 19, sie guckt doch nach. Oh, ich verlande richtig langsam nach vorne. Oh, das war's. Alter, wie du das mal vorbei schlingeln musst, ey. Ist auch gut. Ach du, lass mal erstmal vor dir noch den Weg hin. Ja, nimm doch noch bitte die Zuschauer jubeln lassen. Hey, hallo. Toll, der heult wieder rum. Ich jubel mal anders. Habe ich irgendwie die 10. Pole Position oder so? Was jubelt der denn? Der jubelt anders. Ich steige gerade aus dem Auto, zeig die 2 Finger nach vorne und fertig. Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2012 im Koop zum Belgien-Rennen, das Saisonhighlight mit Mulchen. Ja, einen schönen guten Tag, Saisonhighlight, nein. Für mich war das Saisonhighlight England. Ja, ich bin wieder, hör mal, bei der Hemmert. Ja, ich muss die Taste so einkloppen, sonst hört man das nicht. ich finde das so lustig, so... Da weiß ich immer, wenn ich loslegen muss. Bäm! Und jetzt. Perez auf der 9 und Raikön auf der 10. Also man merkt so leichte Lotus Qualifying Schwäche. Man merkt doch Mulchan Qualifying Schwäche. Ach ja, habe ich dich gar nicht erwähnt. Ne, auf Position 13. Meine Geburtstagszahl. Freitag der 13. Vielleicht bringst du Glück, vielleicht auch Pech. Haben wir alles gesagt? 23 Grad, 22 Runden, Spar, Shell, Formel 1 Grand Prix von Belgien 2012, mein Gott. Danke. Bitte. 12. Oh Scheiße, oh Scheiße. Alter, wer schiebt mich da an? Ich war's nicht. Oh, da fliegen schon die ersten Teile. 11. Button auf der 2, Button auf der 2. Hamilton hat mich wahrscheinlich angeschoben, Hamilton hat mich wahrscheinlich angeschoben. Oh, ich hab Rieke fast abgeschossen. Weil war so lahmarschig fährt hier. So, bin Windschatten, komm. Jetzt. Oh, mein Körper schneller. Ja, jetzt kommt ja schon so ein Poly Rester an. Mein Ziel ist 17. Meiner ist 9. Da bin ich gerade. Wie kann man eigentlich in der ersten Kurve der Verwarnung kriegen? Kannst du mir das mal erklären? Ja, siehst du, da habe ich auch eine Verwarnung bekommen, weil das da zwischen dem Curb und der Wand ist ein kleiner grüner Abschnitt. Und da bin ich wohl mit dem Rad vorhin nach dem Qualifying rausgekommen. Ist das behindert, wa? Aber echt. Also ich glaube, bei Muschen ist ja wieder spannender zuzusehen als bei mir. Ja. Wird ja eh kein Regen sein, das ist schon mal das Gute. Wenn du weniger als... Was bist du für eine Zeit gefahren? 1:53.1. Ich bin in dein 53.2 gefahren. Naja, da hatte so viel Windschatten, also. Sind immer noch auf Fett? Ja. Du hast aber auch einen Vorsprung da vorne, ey. Du bist Dena und ich bin Schulze Part, so gesagt. Sind die nicht nur auf Profi gefahren? Ich weiß das gar nicht. Die sind erst auf Fortgeschritten und sind auf Profispieler gefahren. Also in der kompletten zweiten Saison sind sie auf Profi gefahren. Immer noch auf Fett? Ja, in F1 2011 fand ich die KI in Spa besonders stark und in F1 2012 finde ich sie extrem schwach. Ich auch, weil ich komme sehr gut ran, ey. Boah, schon mal alle haben sie dein Alter, was machen die da für ein Kaffeekränzchen? Warten nur noch 4. So. Oh, 3. 4. Was? 3. 4. Was? Nein, 3. Was macht denn der Schumacher da vorne? So, Hamilton, du kleiner Penner.
Wieso fragst du mich eigentlich, wie lange du auf Fett fahren sollst? Das musst du selber entscheiden. Weiß ja nicht. Ich kann dir das Fahren auch nicht abnehmen. Für einige ist es zu schwer auf Legende und Profi zu leicht. Für mich, für uns zum Beispiel, war ist Profi zu leicht. Für mich ist Legende schon zu leicht. Ja, für den müssten einen extra Schwierigkeitsgrad erstellen, Hall of Fame oder so. Wenn Chromatos mal deine Let's Plays gucken würde, ach man, ja, der ist zu gut, wir müssen noch einen Schwierigkeitsgrad draufstellen. Bei uns ist ja nicht viel geplant, bei uns ist ja nur Formel 1 2013 Koop geplant. Zusammen. Scheiß dummer Körper rausge. Boah! Schumacher, du! Ich bin auf der Alter, geil! Okay, alles gut. Alter, fuck it! Das Problem ist einfach, wenn man so viele Parts hintereinander aufnimmt, irgendwann gehen einem die Themen aus. No, wie dieser Kackkörb? Was ist denn das? Jetzt ist schon mal vorbei. Ja, hab ich gerade gesehen. Nach unseren Berechnungen kommt Schumacher in den nächsten 4 Runden an die Box. Schumacher kommt in den nächsten 4 Runden an die Box, okay? Ja, hab ich auch gerade bekommen, den Funkspruch. Ach du schon, wir hatten vorhin nämlich ein kleines Problem, bei mir ist irgendwie TS ausgefallen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht passiert. Da ist alles ausgefallen bei dir. Ne, Elted war das da, Steam war auch noch da. Aber im Formel 1 bist du auch rausgeflogen. Was denn das? Dieser Körper ist behindert! Dann fahr auf den Körper doch nicht, ey! Mann, der ist behindert, ey! Schon wieder dritte Mal in Folge! Und die Reifen kaputt wie Sau! Muss ja mal gucken, wie viel der in Runde 10 dann hat, wie viel Vorsprung. Hat der jetzt eine neue schnellste Runde hingelegt, oder was? 6,5, der holt auf! Da fährt der eine halbe Sekunde schneller als du pro Runde. Ich glaube, das Rennen wird gar nicht so lange dauern hier. Wir haben ja schon fast Halbzeit, ey. Ich sag, das Rennen geht maximal eine 3-4 Stunden hier. Gut, ich habe schon mal für ein paar andere Let's Play schon mal vorgesagt für die nächsten Wochen und deswegen kann ich jetzt nur noch darauf konzentrieren. Das ist das Gute einfach da dran. Okay, Hamilton muss auch fett fahren momentan. Oder fährt wahrscheinlich auch fett. Weil er fährt 2 Zehntel schneller als ich. Ah, du verlierst ja so viel Zeit für diesen scheiß Curb da, ey. Also auf jeden Fall will ich Taurus und den Mittelweg nehmen, das Team. Da legst du dich fest. Ja, das sieht bei die Onboard sieht einfach so geil aus, ey. Im Fernsehen dann wird die im Spiel auch so geil aussehen. Keine Ahnung, wie das Taurus so hinbekommen, dass sie so geil aussieht, also gut ab. Fährst du in die Boxengasse diese Runde? Eigentlich soll ich nichts, aber ich würde gerne jetzt schon reinfahren. Dann fahr rein. Weil ich bin draußen geblieben. So, noch der DRS ist ja ein Traum. Jetzt habe ich auch mal den Körper mitgenommen. Nicht die Reste abschießen. Oh, okay. Und? Nee, alles gut. Hast du eigentlich schon mal eine Strafe kassiert? Im gesamten Let's Play jetzt hier, oder? Ja, im Koop. Im Rennen oder im Qualifying? Egal, allgemein. Klar, ich schon Strafen bekommen. Shanghai? Weber? Klingelt da was bei dir? Da hat doch Weber eine bekommen, nicht du, oder? Und ich auch. Ach so. Da war ich. Da muss ich auch von... Wo muss ich starten? Von 20 muss ich starten. Ihr seid dann noch ein bisschen... heller am Kopf als wir. Sind der zugedröhnt, sind der hyperaktive Idioten. Warum ist Button auf der 9? Da kann auch schön bleiben nachher. Wir sind wenig Konstrukteurspunkte für McLaren. Denn Hamilton. Ist Hamilton erster? Ja. Aber war auch nicht an der Box. Weiß. Also Hamilton schlage ich diesmal wieder hier, das ist gut. Bette ist 8er, okay. Waren gerade 4 Leute an der Box, okay. Grosjean ist Dritter. Wie sind dieser Orange alle abbremsen, ey, und dann fahren sie so schnell da durch, ja? Wie unlogisch ist das, ey? Bei Kurve gehen sie alle vom Gas. Nee, du kommst sie vorbei. Puh.
Oh, das wird ja, ist aber ein Fünferkampf hier, ey, jetzt um Platz 3. Battle for 3. Die Battle for. Oh, Battle for ist ein bisschen verbremst. Oh, ich bin innen reingestochen. Ach, Traum. Traumübermanöver. Traum. Das war ein Traum. Das musst du dir angucken. Gut, muss ich dann machen. Aber ich glaube, Monsters, die KI auch sehr stark war. Ja, die sind die Seiten einfach so eng. Ja, schon mal drückt das mal Grosjean fast ab, ey. Na, kloppt euch hier mal nur. Eine Sechsergruppe sind wir. Nicht drehen, Grosjean. Oh, jetzt gedreht, scheiße. Das ist eine Strafe, fuck. Echt jetzt? Ja. Nee, oder? Doch. Hast du jetzt echt eine Strafe kassiert? Ja. Oh, ja. Du bist so einer, ey. Aber ich falsche Strafe. Mann! Du kriegst ja nie Strafen, ey. Sei langweilig bei dir, ey. Ich krieg nie Strafen. Dann guck dir, Ungarn an. Was, ja, was hast du denn da für Strafen bekommen? Eine Durchfallstrafe habe ich bekommen, wenn ich den Kopf allein. Wow, im Regen ist ja was anderes als hier. Oh, willst du vorbei, ja, die Fresse. Oh, was macht denn der Dill? Oh. So, das muss schon mal Platz 10 oder 11 sein. Ja, ne. Mensch, war. 8. 9. 10. und 11. Ah, alles versaut schon wieder. Ich war 3. Dreckstrecke. Ich schieb's dann immer auf die Strecke, ne? Und fast über den Kopf wieder rüber. Ich hätte das Spiel weggeschmissen, ey. Was ist im Regal liegen? Ja, sind wir in so einem kleinen DVD-Ding da. Wenn das Mini-Regal ist, das. Habe ich da gerade einen Regentropfen gesehen? Nein, hast du nicht. Hast du nicht. Sag grad ehrlich so aus. Obwohl, das wird dann ja auch noch in die Karten spielen, ne? Okay, du legst 12 Sekunden vor deinen Verfolger. Das ist auch, ob ich da gerade einen Regentropfen gesehen habe. Boah, ich gehe danach erstmal duschen, ich schwitze, ey. Was? Du willst duschen? Ey, das geht gar nicht, ey. Der Schuh schwitzt schon mit, das Lenkrad, ey, das geht gar nicht, ey. Das muss alles mal gewaschen werden. Ist das bei dir nicht so? Boah, ey. Ja, mein ganzer Stuhl ist nass. Da ist eine Badewanne drin, ey. Wenn ich gut bin, kann ich auch noch vier Leute aufholen, dann wäre ich 10., 9., 8., 7. Früher hast du auch wenig geredet, heute redest du viel mehr. Heute Morgen habe ich gar nichts geredet, das weiß ich noch. Weil ich dafür noch zu müde für war. Das, guck mal, wir haben jetzt über 4 Stunden haben wir jetzt investiert hier. Gott, 4 Stunden, ja, für euch. Für 6 Parts. Da sieht man, wie zeitaufwendig dieses Projekt einfach ist, Formel 1. Und bei ihm musste man da eigentlich noch eine Stunde nochmal drauf klatschen. Nochmal 2 Stunden drauf. Weil er braucht mindestens auch für die anderen Runden auch nochmal gute fast eine 3-4 Stunden oder so. Also ich rechne für die Karriere ein komplettes Rennwochenende 3 Stunden ein. Nein, du Dreckskörb! Pass aus wieder alles! Mann! Kann doch nicht sein! Hast du diese Strecke langsam, ey? Das... Ja! Peres hat den abgeschossen fast da vorne. Oh, Rieke! Ja! Das Überholen habe ich ihn überholt. Boah! Die lange Linkskurve. Hass. Alter, das ist nicht für den Verkehr! Der Stau! Du Kern. Ach, keine Scheiße. Hopp! Ey, das ist ein Traum. Das ist ja völlig ein Traum hier. Alter, Button ist der sogar. Hallo? Geil, 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 geil. Ja. Die bin ich auf Standard gefahren, die Zeit. Standard, ey. Was ist alles so wie Windschatten oder so? Nur gar nichts. Ich bin wieder Muttersee alleine. Der cheatet doch, ey. Aha, 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 aha. Er hat gerade die schnellste Rennrunde hingelegt. Geht doch. Ja! Guck mal, dann schießt fast Button ab, ey. LOL. Ach,
Hamilton will ich nicht zugucken. Dessen Lappen. Brauchst du auch nicht mehr. Mir brauchst du auch nicht mehr zugucken. Warum? Wo bist du überhaupt? Ich bin verkackt eigentlich. Oh, ja, schnellste Rennrunde hole ich in der letzten Runde! Ah, Fett ist auch nochmal eine schnellere Runde gefahren als ich. Alter, was ist denn das? Sarah, Button auch nochmal. Button auch nochmal, ey. Ich mach schon wieder einen anderen Jubel. Ich hab schon wieder ein anderes Jubelbild. Ist der 10. Sieg? Yeah, kann sein. Meiner heute wieder rum. Oh Gottes Willen. Bitte nicht. Okay. Aber das Sieg, aber das ist einfach nur episch. Okay. Ja. Ja.